Es wird magisch in Zürich. Der Daniel Radcliffe, bekannt als Harry Potter, beehrt am Freitagabend Zürich Film Festival. Er ist aber nicht als Magier unterwegs, sondern hat gerade zwei neue Filme in die Limmatstadt mitgebracht: Swiss Army Man und Imperium. Dass er trotzdem noch Harry Potter Bücher signiert, stört den 27-jährigen Engländer aber nicht. I mean, not really. Like, I think if my, you know, if I wasn't doing anything else, if I was sitting on my ass at home doing nothing, I think maybe I would be more affected by that. But because I'm out here doing these two, like, crazy, cool, different movies, that I really, it really doesn't bother me. I'm very proud of Potter. I think people always want me to be fed up of it, but I'm really not. In seinem neuen Film «Swiss Army Man» spielt Daniel Radcliffe ein menschliches Sackmesser. Als furzende Leiche wird er an einen einsamen Strand angespült und von einem ebenfalls Gestrandeten gefunden. Der nutzt ihn dann als Jetski, Brunnen und Maschinengewehr. Hätte der Schauspieler selber auch gerne so ein menschliches Sackmesser für sich? Yeah, I think everybody needs. My character's name in the film is Manny, and I think everybody could do with a Manny in their life to, you know, bring them water or you know, give them quick access to fire. Auch wenn der Daniel Radcliffe ein Schweizer Sackmesser verkörpert hat, besitzt er selber noch keins Richtiges. Der sympathische Hollywoodstar verspricht aber, dass er das noch vor seiner Abreise will nachholen.